Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 3 mit Mark und Toffi. In der letzten Folge haben wir das Gegenmittel für Jill fertiggestellt und jetzt würde ich mal sagen, ohne die gute Dame warten zu lassen, machen wir uns da gleich mal auf den Weg hin. Wenn sie überhaupt noch lebt. Ja, wenn sie überhaupt noch lebt. Vielleicht haben wir auch zu lange gebraucht. Also ich meine, Nemesis verfolgt uns seit mehreren Stunden und ist Jill zum ersten Mal... Oh. Oh fuck. Jetzt aber raus hier. Ja, das war's wohl mit dem Krankenhaus. Tja. Brauchen wir auch nicht mehr vorbeizuschauen. Ja, da hat unser Chef wohl, nachdem er erstmal eins unserer Mitglieder erledigt hat, nochmal ein kleines Präsent hinterlassen. Und. Ach stimmt, das war das. Ja. Gott. Oh, der Park ist ja riesig. Ja, aber da müssen wir nicht hin, wir müssen. Ja, jetzt noch nicht. Durch die Tür. Sind ja schon direkt da. Aber der. Das klingt schon so. Arbeit so bedrohlich. Ja, es sieht schon so aus, als müssten wir da demnächst hin, ja. Oh, what the fuck? Ekelhaft. Ekelhaft, ja. Boah. Ist das Schlangen oder sind das so Egel? Die sind so Egel irgendwie, glaube ich. Aber nicht vom Egel, Mann. Das sind andere Egel. Nee, das sind andere Egel, ja. Was ist hier los? War das beim letzten Mal auch schon hier? Stimmt, die waren beim letzten Mal auch hier, ja. Die haben wir vergessen. Die haben einfach ignoriert. Ja. Jetzt kannst du dann mal auf seine Gesundheit schauen. Ja. Stimmt. Andererseits, was ich mir gerade denke, wir heilen doch jetzt 100 pro Jill und gehen dann nochmal dahin und dann sind die Viecher auch da. Ist vielleicht gar nicht so doof, die jetzt einfach mal abzuballern. Dass sie einfach weg sind, wenn wir das nächste Mal hingehen. Ja, stimmt eigentlich, weil das Health können wir wahrscheinlich eh nicht an Jill weiterreichen. Ja dann? Machen wir die platt. Nix hier rein da. Weil sonst kotzt er einfach nur wieder. Ich kenne das nicht, und dann denken wir uns, wir haben mit kurzfristig unsere Ruhe. Also ich glaube, bei 1% kommt echt nur noch so ein kleines Fähnchen mit Bang vorne raus. Ja, okay. Es waren immer 3 Schüsse. Ja. Oh. Komm, weg da mit dir. Ich will nur schauen, dass du nicht drauf gehst. Ja, okay. Die machen ja nichts. Naja, schon Call. Also, ja, aber die haben jetzt dreimal getroffen oder so. Einer ist noch da. Kann der jetzt mal herkommen? Okay. Den Kerl da in der Ecke sehe ich ja jetzt zum ersten Mal. Ich kann mich gerade nicht drauf konzentrieren, ne? Kamerawechsel ist ja natürlich auch super günstig da. Ja, der tritt mich jedes Mal aus der Kamera raus, das ist der Punkt. Oh, Alter! Da. So. Okay. Ja. Oh ja. Also das klingt so deutlich nach Hallen. Aber jetzt haben wir es auch wirklich optimal alles eingesetzt, was wir gesetzt. Jawohl. Du meinst den Kerl? Ja. Fuck. Der ist schön eingepackt. Fast is just an expression of pain. He seems to have died from poisoning. Ja. Ja, dumm, wenn man keine blauen Kräuter dabei hat. Ja. Sind wir schon einmal durch Gift gestorben? Nee. Gell? Nee. Wir sind auch ganz selten vergiftet worden. Ich glaube, weil die wurden jetzt in. Es ist jetzt das vierte Resident Evil, wo wir spielen. Das wir spielen. Ja. Und. Sind höchstens einmal oder so vergiftet, gell? Ja, vielleicht zweimal oder so. Also, fast gar nicht. Ja. Ich glaube, dass der Punkt ist, dass es halt daran liegt, dass die Spinnen einen vergiften sollten, aber die immer so mega lahmarschig sind. Ja. Ja, wenn ich sie auch immer so komisch mitten in der Luft hängen irgendwie. Also, sie haben sie nicht so sauber programmiert. Ja. Ach, das war ein anderes Safe-Room, oder? Ja. Ich glaube, das ist auch so als Riesenspinne ein bisschen schwierig. Die müssen ja mal diesen riesen Tank hinter sich herschieben. Ja. Hinter sich herziehen und. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Nein. Moment, oder? Moment. Ich muss kurz selber überlegen. Links jetzt. Nee, das bringt nichts. Da komm mal her. Das heißt, es war doch die Tür hier. Ach so. Ja. Nee, das ist ja jetzt links. Ach,
finde das alles verwirrend. Aber ach so, ich meinte links in Blickrichtung. Ja. Ach so, nee. Geradeaus. Okay, also links. Ja. Ach so, der da unten meinst du? Ja, dann ja. Doch, dann was. Da müsste Jill, glaube ich, liegen, wenn ich mich nicht täusche. Oh. Gefällt mir gar nicht. Überraschung. Boah. Oh, was? Und er ist noch viel wütender. Der und viel tentakeliger. Ja. Ja, da soll sich Jill drum kümmern. Ja. Moment. Ja, das ist wirklich ihre Geschichte. Da, ja. Da hat Carlos nichts mit zu tun. Wir sind eigentlich im gleichen Team. Nemesis und Carlos, also. Wenn man es genau nimmt, ja, ja. Ja. Durch Esszimmer kommt er nicht. Nee. Da wird er nicht gern gesehen. Hui! Wow. aber durch kaputte Fenster. Ja. Ja, sind wir halt ein bisschen in der Falle. Ja, so ein bisschen. Okay. Aber jetzt hat. Hey, are you okay? Yes. Barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Das merken wir uns. Aber jetzt als allererstes schauen wir mal ins Inventory. Ja, vielleicht hätten wir ein paar Sachen von Carlos ablegen sollen. Vielleicht hätte es ja doch funktioniert. Naja. Ist ja jetzt egal. Okay. Das ist ja noch von dem Nemesis-Kampf halt. Ja, das ist halt, was noch gerade so übrig ist. Jetzt haben wir da ein Pulverchen dabei. 3x A, aber ich würde sagen, die heben uns auf. 3x A ist ein C, oder? Nee. 2x A. Nee, A und B ist C. Sowas. Wir haben kein B-Pulver gerade, deswegen würde ich mir gerne aufheben, ehrlich gesagt. Falls wir mal B-Pulver finden. Okay, jetzt lass mal überlegen. Okay. Ich würde gerne einmal speichern. Auch wenn es natürlich vielleicht übertrieben scheint, aber dann. Wir wissen nicht, was jetzt kommt, bevor wir den ganzen Weg mit Carlos nochmal machen müssen. Nemesis wird halt kommen direkt vor der Tür, deswegen. Man weiß ja nie. Okay. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Nemesis tatsächlich noch vor der Tür steht. Ja, Carlos vorbeigelassen. Sagt mir, ist der Jill zufällig tun? Nö. Gesehen. Okay. So ist es dann ungefähr. Kann es sein, dass wir gar nichts zum Heilen haben? Also absolut nichts? Oh fuck. Ja doch, die grünen Sachen müssten, also bei diesem Inventory Bar müssten. Stimmt, hast recht. Okay. Ja, aber es ist nicht viel. Auch nicht so mega Reserve. Besser wir kommen gerade aus dem Endkampf, also das ist so gesehen. Moment, wir können aber erstmal. Wollen wir uns vielleicht mit einem A-Pulver Pistolenmunition machen, jetzt wo wir schon so eine coole Desert Eagle haben? Und, ah, okay, das waren diese Freeze Rounds, genau. Die können wir ja erstmal ablegen, würde ich auch sagen. Ja. Lass mich mal überlegen. Ja, im Zweifel können wir es schon machen, hast recht. Ich könnte mir vorstellen, dass im Park halt, dass da einige Zombies, Junkies und Drogendealer unterwegs sind, wo wir uns dann halt, wo die Pistole ganz nützlich wäre. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, komm, wir das mal. Die Pistolenmunition. Moment. Das ist Klickerei jetzt hier. Jetzt können wir auf jeden Fall die Kaffeemaschine abladen. Ja. Den Mindfrower gehen wir komplett auf, da scheißen wir einfach drauf. Oder nehmen wir. Ach Gott. Oder nehmen wir den jetzt mit. Jetzt lass den einmal probieren. Vielleicht ist er ja mega geil. Und verballern ihn einfach. Dann können wir. Können wir auch machen. Dann legen wir aber den Granatwerfer. Wir haben 3 Inventory-Plätze. Ja. Aber da wird nichts. Also der wird nicht so schnell frei.
Oder wir legen die Pumpgun ab, dann haben wir halt den Vorteil, dann haben wir halt nicht den geilen Effekt, Zombies Köpfe wegzuschießen, haben aber den Vorteil, dass. Nee, das ist auch blöd, den Granatwerfer würde ich gerne für Endbosse aufheben. Ja, lass die Shotgun-Muni. Erstmal, obwohl das ist auch doof, das ist auch so Halbgares. Wir nehmen die, dann legen wir den Granatwerfer ab. Dann haben wir, sind wir so richtig dicker ausgerüstet, wenn der nächste Endkampf kommt. Ja. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, brauchen wir erstmal nichts. Können auch die Handgun mitnehmen und die komplett leer ballern einmal, wenn sie dann weg ist. Nee. Nee, irgendwie dafür. Wir haben schon eine Schrottwaffe dabei. Das ist mir nicht wert, dass wir dann mal noch ein zusätzliches Mal zu einer Kiste laufen müssen. Ja. Okay, dann nehmen auch gleich den Thrower mit. Ja, ich denke mal, wir müssen den gleichen Weg jetzt einfach zurücklaufen. Schätze ich auch. Wahrscheinlich ist das. Ja, wir hätten mal vor zum Tor vom Park gehen können, um zu schauen, was man da braucht, um das aufzumachen. Wahrscheinlich ist ein einfaches Schloss, das Jill jetzt einfach so aufmachen kann. Ich habe den Lockpick aber nicht dabei. Warum kommt der jetzt von da? Was soll das denn? Aha! Der Patch-Norgus mit der Zipfelmütze. Oh, jetzt ist die Tür hier frei. Wow. Meine Güte. Ohne Ladesequenz. Ja. Einfach durch. Das ist ja brillant. Was ich eigentlich sagen wollte, da hinten ist ja nochmal ein Safe-Room. Also im Zweifel kann man da ja was holen. Wie ist das? Ich glaube, das dürfte noch grün sein. Nee, falls wir den Lockpick brauchen. Hm, haben wir nicht dabei. Ach so, das ist ja kein... Das ist ja ein normales Inventory-Item. Ja. Ja. Da müssen wir uns fast jetzt... Ja, aber lass erstmal so hingehen und mal... Obwohl, ich kann mir gut vorstellen, dass wir den brauchen. Aber nee, lass halt erstmal so hingehen und... Moment, ich muss gerade überlegen. Man kann ja... Police Downtown Clock Tower... Müsste das eigentlich... Nee, das ist... Ach, das sind wir gerade. Hospital Park. Schauen wir mal Park. Okay. Aber schau mal, wir können da so, wie es ausschaut, eh noch nicht direkt hin, oder? Doch, da kommen wir schon hin. Okay. Dann lass wirklich den Lockpick holen. Das war nicht die richtige Tür, merke ich gerade. Blöd. Ich glaube nicht. Ach Leute, ernsthaft. Wow. Ja klar, natürlich ist er da. Ja, das hätte aber schon Sinn gemacht, dass er da in dem Raum ist, eigentlich. Ja, aber dass er aus der Richtung genau kommt. Ja, das hat weniger Sinn. So, dann nehmen wir den Lockpick tatsächlich mal mit. Jetzt ist es halt, wie es ist. Wahrscheinlich hätten wir dann die Crank gebraucht. Naja, wir sehen es dann ja. Naja, hilft ja jetzt alles nichts. Ist ja auch nicht so, dass Nemesis Ewigkeiten die gleiche Richtung lang geht. Also irgendwann ist er auch weg. Ja. Aber kämpfen mag ich jetzt auch nicht gegen ihn. Nee, auch nicht. Siehst du, sag ich doch, jetzt ist er weg. Aber irgendwie, auch wenn er jetzt viel furchteinflößender ausschaut, finde ich ihn jetzt weniger bedrohlich irgendwie, nachdem wir ihn einmal besiegt haben. Das täuscht noch. Ich glaube halt, dass er sich jetzt anders verhält. Also, glaube ich auch. Ich glaube, der packt er mir nicht mehr. Stattdessen hat er jetzt seinen Peitschenarm. Und der hat keinen Raketenwerfer mehr. Ja, stimmt. Also keinen Fernkampfangriff mehr. In dem Sinne, außer dass er seinen Tentakel wahrscheinlich wieder 100 Meter weit schleudern kann. Das kommt doch. Also, typisch wäre es auch, wenn er jetzt aus der Tür gekommen wäre. Kein Mensch versteht wie, aber. Ja. Okay. Ja gut, der Park ist ja da. Oder irgendwie das Item, das wir brauchen, liegt halt direkt da irgendwo rum. Zombies! Was ist denn mein Thrower? Ne, das war nicht der Mal. Was? Hab ich den nicht aussehen? Doch, ach, doch, war. Okay. Der ist schon mal weg. Ne, ist er nicht. Doch. Ah, okay. Das sind so Annäherungsminen. Kannst du entweder direkt auf den. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt haben wir noch 3 Schüsse, das wäre vielleicht nicht schlecht, um Nemesis von sich fernzuhalten. Weil dann ballerst du 3-mal auf den Boden, läufst dann weg und wenn er dich dann verfolgt... Dann ja, aber der ist so ultra schnell, weißt du, bevor du da... Guck mal, wenig Damage-Schuss eigentlich macht. Stattdessen immer mal... Alter, der hat... Wie viel... Das ist ja der Zombie, glaube ich... Das ist der Ultra-Zombie in dem Spiel. Ungefähr meistens wahrscheinlich aushält. Das Ding auch fast. Ja, wir haben noch Ersatzmunition dafür. Also wir können tatsächlich nachher, wenn wir nächstes Mal in Safe Room sind, die Ersatzmunition holen und das Ding einfach leer ballern. Ja. Das ist so ignoranzmäßig, wahrscheinlich ist es die beste Waffe im Spiel. einfach schön alles leer ballern. Ja, saugeil. Jetzt möchte ich trotzdem an der anderen Hauptpforte sozusagen auch mal schauen. So viel Zeit muss sein. Okay. Dann noch halt nicht. Das stimmt wohl. Wie ist denn das Taxi dahin gekommen? Ach, ich frag gar nicht was. Das
hat jemand dahin bestellt. Mhm. So kommen Taxis gewöhnlicherweise irgendwo. Ja, aber das wirkt irgendwie nicht wie so eine Gasse, wo Autos durchfahren. Ach so, ja. Oh, gleich Psyphum, oder was? Ja, ich glaube, die Situation kann man als Ausnahmesituation bezeichnen. Und das wird schon irgendwie da. Im Zweifelsfall hat Nemesis dahin geschmissen. Der hat tatsächlich dahin geschmissen, wahrscheinlich. Nehmen wir die Thrower-Munition. Mein Thrower-Munition. Ja, hör mal. Wir legen erstmal das hier ab. Holen wir so uns. Hier. Genau. Dann können wir auch erstmal die Pumpgun-Munition ablegen. Weil das Ding schießt ja ordentlich was. Man kann es leider nicht nachladen, das haben wir ja schon mal getestet. Man muss es erstmal komplett leer ballern und dann kann man es nachladen. Have you take the park key? Yes. Sind hier noch Schlüssel? Ja. Hier liegt bestimmt noch irgendwas Cooles. Da liegt sicher was. Im Zweifel was zum Speichern, ich glaube da sogar. Ja. Ne, Foto. E. The Zombies are attacking. Schön. Die Fotos sind immer so nichts sagen. Ja, also die Fotos sind wirklich das unnützeste Dokumentationsstück, was man da so findet. Ah, ja, das stimmt. Spiel. So, jede Ecke wird jetzt hier durchsucht. So. Ah. Oh man, noch mehr von dem Scheiß. Okay. Die nächsten 300 Gegner werden mit dem Ding besiegt. Mm. Ach, Alter, komm. Das ist doch lächerlich. Also ich glaube, das ist die neue Pistole. Keinen Eindruck habe ich auch. Ja, soll uns recht sein. Ja, also ist besser als eine Pistole oder so. Kann man die Pumpgun zumindest für stärkere Gegner aufhalten. Ja. Kannst du die Munition... Ach, die Munition ist schon weg. Ja, die ist schon kombiniert. Welche Munition meintest du? Die Shotgun-Munition. Ja, die habe ich schon abgelegt. Okay. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann auch so insgesamt. Schaut es denn jetzt kartenmäßig aus? Okay, wir haben den Schlüssel jetzt bekommen, um das Haupttor zu öffnen. I see. Ich hoffe, dass der Schlüssel dann auch verschwindet. Das wäre mir ganz recht. Ich glaube, so viel mehr Parks gibt es da nicht. Also. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass man innerhalb des Parks noch irgendwas aufschließen muss. Ja, Befürchtung habe ich. Ja. Aber Park bin ich mal gespannt. Also das ist ein cooles neues, fällt das deutsche Wort nicht ein, Environment halt, was man jetzt... Umgebung, ja, eine coole neue Umgebung, ja. Die wir jetzt in Resident Evil bisher noch nicht hatten. Bestimmt. Immer nun. Ja, tschüss. Ja, super. Bestimmt. Ja, toll. Ja, okay, schon kein Bock mehr drauf. Ja. Schau mir rum. Dieser kleinen Kanzel gibt's nichts, oder? Ich versuch grad nicht zu sterben. Okay, aber gehen wir da nochmal zurück, weil das war so ein Riesenbereich. Wir gehen da sowieso nochmal zurück. Jetzt sind wir schon hier. Jetzt will ich erstmal hier kurz schauen. Vorne ist eine Tür. Kommen wir da nicht hin, oder? Oha! Ein blaues müssen wir wohl da lassen, aber who cares? Sag ich jetzt einfach mal. Haben wir noch blaue in der Kiste? Ja, zwei. Alter, dann lass die blauen da liegen. Wir brauchen nie wieder, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, diese Schlangenviecher da. Wir schauen jetzt erstmal, was hier so aussieht, alles so wird. Control Panel for the Fountain. Reopen the Lid. Yes. Fehlt aber. Nee, Moment. Rechts war irgendeine Anleitung für dieses Zahnradrätsel, glaube ich. Kannst du mal Start drücken. Wahrscheinlich ist links das Rädchen. Okay. Ja, super. Das wäre schon gelöst. Ne, aber schauen wir mal, was auf dem Ding da draufstehen muss. Bestimmt noch irgendwas einfach machen. Sein wird. Set the gears and press the button. The shape of the fountain changes based on the combination of the gears. Ja. Ja, gut, wir wissen jetzt noch nicht, was wir hier machen müssen. Zum Glück sind hier keine Aale. Ah, hier vielleicht. To drain the pool. Das können wir ja machen. Das war doch rotes, oder? Was wir hatten? Nee, schwarz oben und. Ach so, unten. Stimmt, die sind unterschiedlich. Ja. Ich hatte eher erst zu Beginn gedacht, dass die schwarzen kaputt sind. Das war so meine Frage. Jetzt war irgendwie komisch ausgesehen, ja. Kaputte Textur. Ja. Müssen wir einfach austauschen, würde ich mal sagen. Achso, so geht das nicht, okay.
Nein, ich will das nicht. Ach, was soll das? Schau mal, links oben ist die Anzahl, wie oft du das ändern kannst. Ach so, okay. Ja. Ja, danke. Wir setzen das zurück. Ja gut. Das ist jetzt eine Knobelei. Wie funktioniert das? Also wenn du drückst auf das Zahnrad? Ja, genau. Und die weißen müssen beide unten und die schwarzen rechts oben, oder? Ja. Lass mal überlegen. Ich würde jetzt mal sagen, machen das einfach so, so, so und so. Ja. Ha. Tim hat es gezeigt. Schönes Ding. Bevor wir da reingehen, würde ich mir aber ganz gerne den ganzen anderen Park nochmal anschauen. Ja. Jetzt haben wir das schon mal gemacht. Kann ich mir so mal auf der Karte schauen. So viel war da eigentlich, das ist ein ziemlich mickriger Park irgendwie. Also zumindest den Teil, den wir betreten können. Was ich nicht check, ich dachte, hier geht's auch runter, hier, da ganz rechts, aber irgendwie ist da ja keine Tür oder so. Ja, wir können es ja nochmal erkunden. Ja. Muss ja nur für diesen Aalen oder Egeln in Acht nehmen. Das stimmt. Aber da rechts steht irgendwas auf der Bank. Under construction at this point, okay. Okay. Aber das rechts fällt schon mal nochmal drin. Achso, okay. Das war das, okay. Ja. Die bleiben wir erstmal liegen. Achso, da geht's in den richtigen Park. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ach, schaut cool aus. Mhm. Springt doch gleich irgendwas hier auf die Brücke. Ja, das... Oh, ein Hunter gleich. Hey, okay, ein Schuss für einen Hunter. Aber ich denke... Ach, wir nehmen nicht mehr Damage, hä? Bist du verrückt? Ja, ja, okay. Vielleicht war das der Bonus, weil er uns jetzt überrascht hat. Nein! Ah, scheiße. Oh Gott. Hä? Reload? Ach so, so funktioniert das, okay. Okay, wir nimmt der Match. Oh ja. So ordentlich, das bringt so leider nichts. Hm, ja, hilft jetzt nichts, gerade ja, an klar. Der Stelle. Alter, ist das böse. Notiz an mich selber, die nicht gegen diese Viecher ansetzen. Die dauern, die sind zu langsam einfach. Ja. Geht denn die schnelle Drehung nochmal? Ich frag's dich jedes Mal, aber ich kann's mir einfach zurückziehen. Okay, genau. Okay. Dann drücken. Das wollte ich nämlich eigentlich machen, aber es hat leider nicht so. Also, ich habe nicht gewusst, wie es geht. Okay. Okay. Ja, wie lang ist denn dieser Park? Oh, da kommt, glaube ich, was. Oh, ja. Was auch. Oh, okay. Sicher ist ja, wenn man es jetzt nachlädt. Ah, ne, okay. Man kann tatsächlich nicht mehr reintun. Ah, okay. Durch den Regen hört man es nicht wirklich, ob hier welche sind. Das ist ein explosives Fass, glaube ich. Oh. Ah, da hätte ich jetzt keinen. Ja, naja, ist egal. Schon. Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht reicht das als Explosion. Nee, reicht nicht als Explosion. Egal. Hallo, was haben Sie denn dort? Nix. Das ist doch kein Zombie, das ist einfach ein Penner, der lag da vor. Ja, schon. Aber der blinkt so schön. So. Das Umbrella-Penner. Der Parky. Wir hätten doch schon einen. Ja. Das ist ein Autoschüssel. Ja. It's holding something. Immer hat er noch was dabei. Ah, written order to the supervisors. Mission requirements. Bravo 16 1. Obtain and secure sample of all the information pertaining in this case. Observe and record combat data on the UBCS. Destroy all the evidence, including the medical facility that has the medical treatment data. Check the Guinea Pig's ability to accomplish the mission.
Once your mission is complete, evacuate the area. Remember that you must help anyone who is not a supervisor, nor bring anything back that might be traced to where it belongs. Okay. Mal gucken, was wir gleich für mutierte Meerschweinchen finden. Ja. Ich glaube eher, dass wir das Guinea-Pig hier sind. Hab ich so ein bisschen. Achso. Befürchtung. Halten Sie auch etwas? Ja, natürlich. Oh, oh ja. Ist der Schlüssel hier für? Ah, okay. Wahrscheinlich Lockpick, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube aber, das ist auch ein ganz guter Punkt, um jetzt mal hier einen Cut zu machen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 3. Also, bis dann. Ciao, doch. Thank you.